So, willkommen zurück zu Advance Wars. In diesem Part machen wir, wie angekündigt, Tank Ops. Und diesen Text am Anfang können wir gleich wieder überspringen, aber ich habe ja gesagt, ich möchte ein wenig übersetzen, haben sind wir es bei Level Mission 6, dachte wir wären schon bei Mission 5. Okay. Medium Tanks. Ja, ich hätte gerne ein paar Strategie. Okay, also es scheint. Moment. Also okay, dieser Medium Tank hier hat eine relativ krasse Reichweite, das heißt, wir werden im Endeffekt wohl hier unten über diese Straße kommen müssen. Aber hier dann... Oh oh, das wird nicht leicht, aber... Ah nein, stopp, stopp. Oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ja, okay, nee, das passt schon. Ja, dann ist er dran. Nimmt hier die neutralen Städte ein, aber das ist fürs erste Mal egal, hoffe ich. Okay, die Tanks können sich jetzt aus gegenseitig auch nicht viel Schaden machen. Ah, kann er erst nächste Runde feuern, oder wie? Woher hat denn die Visier? Wir greifen jetzt hier mal an mit unseren Tanks. Dezimieren seine auf unbrauchbar quasi. Ich greife jetzt nicht hier aus dem See an. Okay. Entschuldigt bitte ganz kurz. Sonst nimmt er halt diese beiden Städte ein. Ich denke, das kriegen wir ganz schnell wieder. Gebonkt. Und er zieht seine Armeen hier zurück. Oh! Das ist jetzt, glaube ich, ein Fehler von seiner Seite aus. Feuer auf diesen hier. Ja. Okay, hat seine Infanterie, ne, seine Artillerie, hat es geopfert, um hier... Was weiß ich zu machen.
möchte jetzt schon ein wenig vorrücken. Ja, okay. Dann gebe ich es mal weiter. Nein, keine Musik aufmachen. Das auf gar keinen Fall. Das wäre scheiße. Den jetzt hier die ganz neutralen Städte ein. Das gefällt mir ehrlich gesagt nicht so, aber. Keine Sorge, am Ende werden wir. Oh, das sind offenbar stärkere Panzer. Ah ne, ich war ja nur 9. Oh, jetzt fusioniert ja die beiden, so ein Drecksack. Tut mir leid. Feuer freigegeben. Okay, hier unten wieder mit dem Fernglas steht, absolut geil. Direkt vernichtet. Feuer. Sie können halt den Panzern hier nichts machen. Ja, und zwar weit, das sollst du jetzt warten. Okay, das ist ja schön. Auch diese neutrale Stadt gehört leider jetzt dem guten Olaf, aber. Sorry, Geister, könnt ihr nicht allzu viel machen. Feuer und tschüss. Sollen wir uns diese Stadt hier auch wieder zurückholen, weil. Ja. Die beiden können ja auch mal über den Fluss angreifen. Den könnte ich jetzt noch hier hinbringen. Aber der wartet jetzt lieber noch ein wenig mit dem Entladen. Ich muss auch noch in ein Sumpfgebiet rein, okay. Okay. Also kann der hier feuern? Nein, kann er nicht. Das ist schade. Denke ich, fahren wir den hier mal hier hin. Aber ich muss hier auch immer ein bisschen aufpassen auf den, weil der kann hier. Alles ab hier ist gefährdet. Also alles, was auf seiner Uferseite hier ist. Da. Das ist gefährlich für uns. Ach, bin ich ehrlich gesagt auch ein bisschen am Zögern wegen dem Panzer hier. Es wäre sicher, ob das jetzt erstmal hier alles. Und dann bekomme ich da auch meine Punkte alle wieder. Nein, nicht feuern. Erobern. Wir könnten höchstens 10 fahren, aber das wäre mehr als dumm, weil da würde ich meinen Panzer verlieren. Gehen wir auch mal über diese Seite hier an den Fluss. Und die eigentlich wollte uns die Gute hier noch ein paar Tipps geben. Okay, er greift noch nicht an, das ist gut. Ach, der kann nicht Nahkampf feuern, oder wie? Nein, kann er nicht. Der darf hier auf gar keinen Fall Schaden nehmen, das ist wichtig.
Ja, hab ich jetzt nicht. Du bist auf Capture gegangen, oder? Nicht. Naja, egal. Autsch, die Pan. Oh, das könnte übel ausgehen. Ich kämpfe jetzt mit 10 gegen 6, Mann. Okay, das war's. Der Panzer ist im Moment nicht mehr gefährdet, das ist wichtig. So, jetzt können wir hier mal Feuer freigegeben machen. Er steht im Sumpf drin, kann somit hier nichts machen. Es ist auch ein wenig ein gleichwertiges Battle geben. Naja, er steht im Sumpf, ich bin nicht im Sumpf. Warum ist der noch so viel Schaden kassiert hat, leuchtet mir nicht ganz ein, aber ja. Egal, beenden wir einfach den Zug. Okay, er möchte offenbar es auf die harte Tour haben. Erobern bitte. Danke, dass wir die letzte Runde machen sollen. Was der Kollege abzieht, gefällt mir gerade nicht. Ich kämpfe lieber mal Wasser gegen Wasser, um ihn einfach zu schwächen. Okay. Feuer auf den. Diese fünf Truppen besiegt sind. Ja, es sieht zwar alles ein bisschen, aber es sieht gut aus für uns. Jetzt muss man gucken, woher kann der hier hinfeuern. Er hat hier im Prinzip die Straße noch nicht im Griff. Also ich kann hier stückweise vorgehen einfach. Sekunde. Okay, das heißt, wenn ich da oben hier bin, ich bin noch safe hier oben. Habe ihn leider auch nicht im Feuerradius. Naja, egal. Naja, egal, jetzt beenden wir jetzt einfach und gucken mal, was er einfach macht. Er zieht zurück. Das war jetzt nicht ganz so klug in meinen Augen, weil jetzt ist diese Stadt hier auch unser. Und hier können wir jetzt auch beginnen mit dem Erobern. Der kann hier sich schon mal wieder selbst auf. Der kann hier mal anfangen zu laden und hier oben. Wisst ihr was, dann werde ich einfach jetzt mal hier zurückziehen. Den machen wir auch noch schnell weg. Bumm. Das war's. So, jetzt ist nur noch interessant hier oben, wie wir an dieser Armee hier vorbeikommen, beziehungsweise an diesen Typen da. Das heißt, dann bringen wir unsere Kollegen hier direkt mal nach da, damit sie in der nächsten Runde mit der Eroberung beginnen können. So. Wir gehen jetzt auch mal auf den Vormarsch, nachdem wir diese Stadt hier noch erobert haben. Nein, du bist verrückt geworden. Okay, jetzt kommt sie. Okay.
Jetzt wird es natürlich ein wenig happig, weil jetzt dieser Tank da wahrscheinlich eingreifen wird. Also ich werde es in der nächsten Runde versuchen, ihn hier oben an der Brücke zu blockieren. Aber unsere Artillerie werde ich zur Not mal jetzt wieder in Position bringen. Also vergesst die... Habe ich es vergessen? Keine Ahnung. Jetzt müssen wir wissen, was passiert, wenn ich jetzt angreifen tue. Oh, verdammte Scheiße. Oh oh, ich habe das Gefühl, das war ein Fehler. Ein großer Fehler. Einfach unseren Tank ist hier zu opfern. So, jetzt bin ich gespannt, was er jetzt tun wird. Können wir dem schon mal die ersten 5 Punkte einfach abziehen im Hauptquartier. Ja, arme Truppen. Da haben wir leider überhaupt nichts mehr gegenzusetzen. Ja, ich bin mal gespannt, ob ich irgendwann vielleicht von dem mal einen kaputt machen kann. Jetzt bin ich mal gespannt, was macht die Infanterie jetzt? Sie hat ja gesagt, es ist nicht möglich, mit der Infanterie das Ding zu besiegen. Aber das glaube ich ganz ehrlich nicht. Es stimmt doch nicht. Die labert scheiße hier, die Alte da oben, ey. Ohne Spaß gibt mir solche, sondern auch falsche Tipps. Hä? Warum hat er jetzt wieder volles Leben? Kann ich hier nicht mehrere Truppen transportieren? Ich bin voll verwirrt deswegen. Okay, das Hauptquartier muss offenbar mit einmal erobert werden. Das ist komisch, aber... Okay, das war's. Jetzt ist der Sieg da. Sehr schön. Alter, diese Nelly, die ist voll strange drauf. Ist mir egal, ich hab gewonnen, das reicht. Okay, dann... Danke für eure Aufmerksamkeit in diesem Part. Das nächste Mal werden wir weitermachen mit Copter Tactics. Das heißt, es geht auch um Lufteinheiten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal und ciao.